Hallihallo und herzlich willkommen in einem neuen Video, in dem ich wieder eine von euren Fragen beantworte. Gleich für die Zukunft, wenn ihr irgendeine Frage habt, wenn es irgendein Thema gibt, das euch brennend interessiert, schreibt es mir in die Kommentare und ich werde schauen, dass ich ein Video dazu mache und eure Fragen beantworte. Heute geht es darum, wie viel entscheidet der Verlag im Hinblick auf den Inhalt. Es geht also grob ums Lektorat. Auch hier gibt es wieder ganz unterschiedliche Vorstellungen von es wird überhaupt nichts geändert, höchstens mal ein paar Rechtschreibfehler und Vertippsler, bis hin zu es bleibt nichts mehr von der ursprünglichen Geschichte übrig, es wird alles umgeworfen und es zum Beispiel, da gibt es einen männlichen Freund, der wird eine weibliche Freundin umgewandelt und all diese Dinge. Ich erzähle euch wie immer von meinen Erfahrungen bei diesen vier Verlagen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Also es ist nicht die reine Wahrheit, andere haben vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich sage euch einfach, wie es bei mir gelaufen ist. Mein erstes Lektorat beim Aufbauverlag war das für Elfenmagie. Dem habe ich natürlich mit großer Spannung entgegengesehen. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. In diesem Fall wurde mein Manuskript an eine Außenlektorin gegeben. Also es gibt die Lektoren, die direkt im Verlag arbeiten, die fix angestellt sind und dann freie Lektoren, die einfach einzelne Projekte mitbetreuen. Und letzteres war dann für meinen ersten Roman der Fall. Und es war eine sehr gute Zusammenarbeit, muss ich sagen. Es wurde viel geändert im Hinblick auf Szenen, aber alles sehr nachvollziehbar. Manche Dinge wurden rausgenommen, die einfach wo Längen entstanden waren. Andere sollte ich vielleicht ein bisschen näher ausführen. Und es war immer ein gutes Miteinander und es machte mir großen Spaß. Also ich hatte nie das Gefühl, dass etwas verschlimmbessert wird, wie man so schön sagt. Und das war also eine super erste Erfahrung für mich in einem Lektorat. Weiter ging es dann bei den nächsten Teilen, also in der gleichen Reihe für die zukünftigen Bände. Da wurde dann, soweit ich mich erinnere, glaube ich, ein reines Textlektorat gemacht. Es war da auch mit der Zeit ein bisschen knapp, glaube ich. Und das Textlektorat sah also wirklich nur so aus, dass irgendwelche verschachtelten längeren Sätze ein bisschen umgestellt wurden und als rein auf Rechtschreib-, Grammatikfehler, doppelte Leerzeichen und all diese Dinge geachtet wurde. Oder falls wirklich etwas ins Auge gesprungen ist, das jetzt nicht passt, dass darauf hingewiesen wurde. Aber es war eigentlich ein sehr kurzes Lektorat. So richtig, eine richtig enge Zusammenarbeit ist dann für mich bei den historischen Romanen entstanden. Es fing ja eigentlich so an, dass ich einen historischen Roman geschrieben habe, dass ich zu meinem Agenten sagte, ich möchte gerne in diesem Genre schreiben. Und mir wurde dann geraten, am besten 500 Seiten nicht zu überschreiten. Ich bin neu in diesem Genre und dass das Risiko für den Verlag äußerst gering ist. Und so habe ich auch mehr Chancen, in den Verlag zu kommen. Daran habe ich mich dann gehalten, mit großer Mühe. Also wer meine Romane kennt, besonders die Elfer, ist, dass ich sehr gerne lang erzähle und ausführlich erzähle und immer sehr viel zu sagen habe. Und 500 Seiten für so ein großes Thema waren für mich eigentlich sehr knapp. Am Ende hatten mehrere Verlage Interesse am historischen Roman und der Goldmann Verlag bekam den Zuschlag. Und ich arbeite da mit einer Lektorin zusammen, die schon bei unserem ersten Gespräch meinte, ob ich nicht das und das und das ausbauen könnte. Und damit war sie eigentlich zu meiner Heldin auserkoren. Denn ich hatte immer Bedenken und sagte immer, wird der Roman dann nicht so lang? Und darf ich denn so lange schreiben? Und sie sagte, der Roman muss so lange werden, wie es braucht, um diese Geschichte zu erzählen. Und das war wirklich ein Satz, den ich nie zuvor gehört hatte und wo man wirklich wusste, hier geht es wirklich um die Geschichte und dass die eine gute Qualität hat und dass ich als Autorin alles rausbringen kann, das ich gerne möchte. Und es war so eine wunderbare Erfahrung, dieses Lektorat. Und es lief dann eigentlich so ab, dass das Manuskript kommt zurück, das ist eigentlich immer so, man bekommt das zurück, es ist mal sehr, sehr viel rot angestrichen, es schaut schlimmer aus, als es meist ist, weil schon sehr viel geändert ist, also jede Änderung, die im Lektorat vorgenommen wird, wird rot markiert im Manuskript. Bis jetzt habe ich immer mit den Verlagen im Word gearbeitet und wenn irgendetwas näher zu erklären ist, ist dann an den Seiten ein Kommentar hinzugefügt und so Kommentare können aussehen, wie zum Beispiel die Beziehung zwischen diesen zwei Charakteren ist noch nicht ganz so greifbar. Vielleicht fügen sie eine Szene hinzu, in der man noch einmal mehr sieht, warum die beiden jetzt eine Freundschaft gebildet haben oder so etwas in der Art. Oder es ist ein Kommentar, wo einfach nur steht, das ist super, also auch nur mal Lob und
wirklich Aufmunterung. Andere Kommentare sagen zum Beispiel, da ist etwas unlogisch, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Es ist oft so als Autor, gerade in der Historie, dass man so viel liest und so viel recherchiert, dass einem selbst sehr viele Dinge eigentlich klar sind und man davon ausgeht, das ist auch den Lesern allen klar. Aber wenn dann ein Lektor, der außenstehend ist, das liest und da etwas missverständlich ist und unverständlich, der kann dann darauf hinweisen und sagen, na, eigentlich sollte das noch ein bisschen näher ausgeführt werden. Also so sind eigentlich immer die Hinweise, wie sie im Lektorat bei mir gekommen sind, häufig ein neues Kapitel noch hinzufügen, um eben irgendetwas noch genauer zu erzählen, um noch etwas mehr zu zeigen. Zum Beispiel hatte ich mal eine große Schlacht, von der wurde nur, also erst hinterher wurde dann von dieser Schlacht erzählt, in ein paar Sätzen, und die Lektorin meinte, es wäre eigentlich ganz schön, diese Schlacht mitzuerleben und ich könnte sie ja doch schreiben. Also es ist alles bei mir immer sehr positiv verlaufen und auch in den zukünftigen Bänden, dann mir macht das Lektorat eigentlich immer sehr Spaß. Meistens ist ja auch so, dass ich das Manuskript schreibe, abgebe und bis zum Lektorat vergehen dann einige Wochen bis Monate und ich bin längst schon wieder in einem anderen Manuskript drin und schreibe daran. Wenn dann das Lektorat kommt, ist es für mich, als würde ich ein fremdes Buch lesen, weil ich schon so viel Abstand davon gewonnen habe und auch ich sehe diese Geschichte dann wieder mit frischen Augen und mir fallen dann wieder Dinge auf, die eigentlich anders gehören würden. Und daher ist für mich das Lektorat bisher immer nur positiv gewesen. Es ist unterschiedlich bei den Verlagen gewesen. Wie gesagt, ich hatte schon ein reines Textlektorat. Das war in einem Durchgang fertig. Ich hatte auch Lektorate, wo es mehrere Durchgänge gibt, weil einfach mehr geändert wurde. Wo man erstmals alles inhaltlich auf einen Nenner brachte, dass ich also die neuen Kapitel erstmal schreibe, die andere Kapitel rausstreiche. Aber auch da tat es mir eigentlich nie leid um eine Szene, denn die Argumente sind immer schlüssig. Und man lässt dann auch einfach alles von diesem gestrichenen Kapitel in andere Kapitel einfließen, damit auch nichts verloren geht. Und so hatte ich damit eigentlich auch nie Probleme. Grundsätzlich muss gesagt werden, ich habe es schon in meinem letzten Video angedeutet, dass Cover und Titel, Klappentext und all diese Dinge, die also das Äußere des Buches betreffen, die Entscheidung beim Verlag liegt. Ich habe euch ja schon erzählt, dass es nicht ein auf Teufel komm raus raufdrücken der Wünsche des Verlags ist, dass es immer schon ein Miteinander ist, aber das letzte Wort liegt beim Verlag. Beim Inhalt ist es andersherum. Hier liegt das letzte Wort beim Autor. Also ich kann schon sagen, eigentlich möchte ich es gerne so belassen und diese Änderung ist mir nicht so recht. Aber man denkt natürlich darüber nach und man versucht Argumente zu finden, weil man selbst ist so nah dran und hat diesen Blick von außen nicht. Und ich hatte eigentlich noch nie einen Grund an meinen Lektoren, ich hatte schon sehr viele, zu zweifeln. Ich denke, die machen das schon so lange, die haben so viele Bücher, die sie lektorieren und die wissen schon, was die Leser möchten. Und ich hatte eigentlich einmal nur eine Diskussion, unter Anführungsstrichen, wobei das ein bisschen übertrieben ist, aber das sind so Kleinigkeiten. Also im Grunde wird alles, wenn ich ein Gefühl habe, das passt eigentlich nicht so und ich Argumente habe, warum ich das eigentlich genau so geschrieben habe, wie es da steht, dann sage ich das meiner Lektorin und wir reden darüber und jeder bringt seine Seite der Argumente vor und wir kommen dann, entweder sehe ich dann ein, dass es eigentlich viel besser ist, so wie die Lektorin vorschlägt, oder die Lektorin versteht meine Argumente, warum das jetzt so sein muss und ist dann auch überzeugt und möchte, dass es so bleibt, oder wir finden etwas ganz Neues, einen Kompromiss, der uns beiden gut gefällt. Also es war noch nie so wirklich, dass ich sagen musste, nein, das bleibt so, das ist mein Buch und ich möchte das so haben. Ich glaube auch nicht, dass das sehr vorteilhaft ist, denn auch wenn die Entscheidung bei mir als Autorin liegt, möchte ich doch gerne noch in Zukunft mit den Verlagen zusammenarbeiten und keiner möchte dann natürlich als besonders schwierig gelten als jemand, der keine Kritik verträgt, der keine Änderungen annehmen will am eigenen Manuskript. Ich sehe das Lektorat wirklich als Chance, noch etwas Besseres rauszumachen, einen Rohdiamanten zu schleifen und diese Erfahrung habe ich bisher auch immer gemacht. Für mich ist das Lektorat einfach etwas, was mir super viel Spaß macht, etwas, worauf ich mich bei jedem Buch schon sehr, sehr freue, was mir noch einmal einen anderen Blick auf meine eigene Geschichte gibt und das ich nicht missen möchte. So, das war es eigentlich zum Thema Lektorat. Keine großen Enthüllungen. Wie immer ist es ein Miteinander von Autor und Verlag, in dem alle nur das Beste für das Buch möchten, zumindest so meine Erfahrungen. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie mir auf Facebook, auf Instagram, hier auf YouTube in den Kommentaren.
Gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Darüber würde ich mich total freuen. Genauso über ein Abo für zukünftige Videos. Okay, bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss!